Inkompetenz. Inkompetent. Was bei Flocken? Die brauche ich gerade immer, ohne Scheiß. Echt? Damit ich nicht runter in die Königstraße fahre und dich aus der Scheißbude ziehe, oder? Boah, das ist richtig gut. Ich habe die Aufnahme schon offen. Schon nach deinem letzten Gefluche habe ich das an. Herrlich. Vielen Dank. Hey, Leute. Vielen Dank. Ich bin Michi und ich bin angepisst. Wunderbar. So, ich habe mein Ziel für heute erreicht. wir spielen mal wieder eine Runde Grounded und ich habe eigentlich einen Cold Opener und ich sitze hier mit einem richtig schön angepissten Herrn Gowski. Und das heißt nur, weil der eigentlich Stranded Deep spielen will. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Also, nee, scheiß auf den ganzen Scheiß, wir legen los in 3, 2, halt die Fresse, 1, 0, ab geht's. Lass mich abzählen. Ich mache es wenigstens gut. Ja, aber du bist gerade nicht im Bild, du Frösel. Ich bin im Vollbild, der Vollbildaufnahme. Du zählst immer so ab. 3, 2, 1. Das ist total gay. Mach lieber so. 3, 2, 1. Perfekt. So wie ich in der Stranded Deep Folge gemacht habe. Das war der Shit. Ja. Guck Stranded Deep. Spiel Stranded Deep. Ab geht's. Schön. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu den drei angepissten 2 bei Grounded. Wir alle hassen Michael Gowski und spielen trotzdem mit ihm. Ne? Ja, da sind die beiden. Ne? Ihr kennt sie. Hi. Ne? Der Kai ist ganz lieb heute. Ne? Alles cool, aber Michael. Ja, wenn du wüsstest, was wir besprochen haben, als du noch gerade rauchen warst, ne? Michi könnte jetzt gar drücken. Meine Güte. Watten Assi. Kann nichts bei rumkommen. So, wir brauchen Taucherbrille, habe ich gehört. Wer brüht mir denn hier ins Ohr? Alter. Mann, ist das laut. Na, ich nicht. Ach du. So. Flipflossen. Seegras und Ruderwanzenflosse. Okay. Okay, wir müssen ein paar Viecher töten. Und wir brauchen das. Warte, ne? Wo seid ihr eigentlich? Wieso bist du jetzt auf einmal so leise? Bist du mit Rollen oder was? Ja, ich bin in der Basis übrigens. Ja, ich bin auch in der Basis, du Trottel. Ja, ich stehe unten an der Werkbank. Ach da. Gut, wir wollten weiter die Unterwasserwelt im Pond untersuchen. Und, Alter, du blöder Wichser. Ich hasse. Unglaublich. So, wir brauchen 6x Seidenseil und 12x Seegrasfasern. Ich kann mich daran erinnern, dass Kai noch Seidenseil hatte. Ja, wir haben auch noch. Nee, Sven im Dings. Wir haben ja massenweise. Dings da. Vielleicht auch Bums da. Ja, vielleicht auch das. Wo konnte man das denn mal herstellen? Hier ist es nicht. Auch nicht. Ich bin das jetzt mal nicht mal dazu gekommen, mein Inventar zu entleeren. Das sollte ich mal vielleicht tun. Das ist ja. Ja, muss ich auch ganz dringend. Ja, bei mir geht's. Aber das war äußerst nett von dir, Ragnar, dass du uns so eine Unterwassermachete gebaut hast, diesen Kieseldolch. Jo, immerhin. Schicke Sache von dir. Ja? Aber wie konnte man denn nochmal diesen Seidenscheiß machen? Ach, brauchen wir das Spinnrad, mit ne? Mit Spinne und man muss das Spinnrad benutzen. Jo, das wir noch nicht haben. Da fehlt uns noch einmal Ton, das werden wir wohl irgendwie rankriegen oder was. Jo, ich habe keinen Spaten, musst du machen. Du hast den Spaten, Müller. Ja, danke, du Klappspaten. Ja, ich hole mal Ton. Ich brauche aber erstmal ein Equip wieder hier. Wo ist mein Spaten? was schadet dir denn, Alter? Fick dich. Wie viel Seidenseil brauchen wir? Keine Ahnung, 6 oder so. Wieso? Ich hab 5. Wieso kannst du sowas machen? Ich hab das gefunden. Weil er cool ist und du nicht. In der Forscherbasis, wo wir da auf dem Baum waren. Ach so. Liegt ja. Jetzt hier in der linken vom Baum. Ja, wir brauchen in jedem Fall mehr. Also hole ich jetzt noch einmal Ton. Damit wir den Scheiß jetzt endlich mal abhaken können. Ich wollte dieses Spinnrad eh schon ewig haben. Das kann nicht angehen. Dass das hier immer noch Abfuck ist.
So, wieso ist meine Fackel eigentlich an? Mach aus den Scheiß, brauchen wir gerade nicht. Mach da aus dem Müll hier, Junge. So, brauchen wir noch irgendwas hier essen? Essen und trinken. Ich brauch. Wo haben wir den Ton hier in der Nähe? Weiß das einer? Nee. Das wäre so ein Und wenn, wenn, würdest du dir nicht sagen, weil du ein Wichser bist. Halt die Fresse, du dreckiges Arschloch, ey. Gesundheit. Weißt du, Leute wie dich. Ne? Wenn man sich einfach wünscht, halt mal die Fresse, die einem hier ständig irgendwie ins Wort fallen. Kotz im Strahl, ey. Hi. I don't want any trouble, Aunt. So. Haben wir es dann jetzt? Hm? Niemals! Ach, fick dich doch. So, ich suche. Wenn ich nicht wäre, wärst du viel glücklicher. Ja, richtig. Wenn du nicht wärst, wäre ich viel glücklicher. Bin ich ganz bei dir. Ja, wir müssen Fleisch braten. Oh nein, ich habe den Rüsselkäferbraten genommen. Das wusste ich gar nicht. Was hast du? Ich habe den Rüsselkäferbraten versehentlich genommen. Das ist ja unerhört. Was ist das? Zum Essen hier? Da. Aber ich wollte. Ach nee, das ist ja schon gebraten, was ich hier habe. Ich bin auch doof, ey. Ja, danke. Danke. Ja, man muss ja auch mal was eingestehen, oder nicht? Ja, zum Beispiel, dass du nix kannst, Alter. Geht so. Ne, kaum will er den PC anmachen, schon ist er total überfordert. Nee, fick mich das ganze Ding einfach. Da steht on-off drauf. Soll ich da drauf drücken, oder was? On-off? Er hat eh was von on-off gesagt, Alter. Du hast ja hier rumgenölt, von wegen, mein PC startet nicht. Er hat gestartet, aber dann hat er Dinge getan, die ich nicht nachvollziehen konnte, was Computer halt so machen. Nicht nachvollziehbare Dinge. Jetzt kloppe ich mich hier erstmal wieder mit Wanzen, ey. Ich wollte mich nicht mit Wanzen kloppen, ich wollte einfach nur ein bisschen Ton haben. Noch eine Wanze. Ja. Selbst die hassen dich, Alter. Ja. Aber das ist wenigstens gegenseitig. Ist ja... Billy Hawk habe ich gefunden jetzt. Und einen riesigen Scheiß. So, wo kann ich denn hier das gebratene Fleisch ablegen? Haben wir da eine so eine. Ja, rechts neben mir, weil sonst verschimmelt es. Ich habe Hunger. Außerdem rechts neben dem Feuer ist sonst auch. Oh, ich habe ganz viele. Ich habe ultra viele Pilze gefunden. Ach, oh, diese ganze Unterwasserscheiße. I'm not picky. So, fressen wir noch ein bisschen Korn. Ich bring mal ganz viele Pilze mit, ne? Ah, wir haben, ich hab, Fleisch. Ja. Ich hab, wir haben hier über 40 Pilze in der Truhe. Echt? Okay, dann nehme ich doch nicht mehr Pilze mit. Dann suche ich weiter. Außerdem haben wir oben auf dem Dach haben wir auch eine Pilzfarm. Wurde. Ja, aber ich dachte mir, viel hilft viel. Haben wir irgendwo mal Lehm markiert oder so? Nee. Ich meine, das kommt ja auch erst nach x Ingame-Tagen wieder. Oh, scheiße, ich sehe schon wieder Spinnennetze. It makes me sad. Oh, was ist das denn für ein Käfer? Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. So ein grüner. Ich versuche den mal. Oh, ist ein Bombardierkäfer. Den brauchen wir. Den noch nie gesehen. Ja, ich habe mich halt nie so rangetraut, ne? Ja, der hängt hier gerade so ein bisschen rum. Und kann sich nicht wehren. Brauchen wir ganz dringend. Ja, ist gut. Dann gucke ich doch mal, dass ich ein paar Pilze wieder wegstecke. Zack. Immer. Geh mal einen wegstecken. Die Kochdrüse brauchen wir natürlich auch. Zack. Schließen. Stimmt, wir brauchen nur was für die Rüstung, ne? Ja. Da. Okay. Habe ich. Aber jetzt haben wir immer noch keinen Ton. Hier ist noch einer. Mach ich den auch gleich kaputt? Aber warte, ich komm. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Hier helfen. Der Stinker, ey. Das sind ja mehrere. Das sind ja mehrere tatsächlich. Ja, ja. Schießt du die grüne Scheiße etwa auf mich? Filmzitat. Na? Independence Day. Richtig. Puh, das war kurz vor Tod, ey. Das war echt ganz kurz vor Tod. Ach nee, gar nicht. Ich hab auf die Stamina geguckt. Scheiße. Oh, ich bin gestorben. Tja. Und viel Geduld. Ich bin gefallen. Was? Das noch, ey. So. Ich bin doch hier jetzt schon bei diesem Swamp. Hier war doch alles voll mit Ton, oder was? Ich könnte ja auch gleich wieder Bärenhaut holen. Nee, ich bin gar nicht gefallen. Der Käfer hat mich doch erlegt. Scheiße.
Was schmeiße ich denn jetzt noch weg? Spinnfäden können wir auch weniger haben, ne? Ich habe rohes Kaulquappenfleisch. Ist interessant. So, ich bring gleich Bären mit, ne? Genau. Oh. Da brauchten wir noch irgendwie eine ganze Menge von, wenn ich mich nicht irre. Oh, ist doch gerade extrem dumm von mir. Ja, nicht so, dass wir anderes von dir gewöhnt werden, aber ja. Ich ja? hab Ton gefunden. Zick. Plock. Plock. Ich sehe es kaum, die Schaufel geht kaputt, bevor das Ding kaputt ist. Ich wollte gerade sagen, es gibt da jetzt nicht nur einen Ton oder was. So. Okay. Oh, ich habe eine zweite Mutation. Was ist das denn? Da habe ich noch echt schon lange nicht mehr geguckt. Eine Minzwolke umgibt dich und sendet eine Kältewelle durch deinen Körper. Deine Zellen aktivieren eine frische Hülle, die alles abwehrt, was stinkt und brennt. Oh, das klingt gut gegen den Bombardierkäfer. Klingt mal so richtig fantastisch, oder? Wow. Ist das eine neue Mutation? Ja, glaube ich nicht. Vielleicht also ich habe mich ja gerade... Aber du hast dich doch gerade auch mit dem Bombardierkäfer angelegt. Ja, mit zwei. Ich bin auf den Bombardierkäfer aufmerksam geworden, weil er diese grüne Scheiße direkt auf mich geschossen hat. Ja, auf mich ja durchaus auch, aber... Also er hat mich, er hat mich halt auch getroffen, ne? Ja, mich glaube ich nicht so richtig. So, ich habe mal wieder ein bisschen Ton auf Vorrat. Oh, und dieser Mistbock, der verteidigt gerade meinen Rucksack gegen sich selbst. Ist ja gemein. Ich habe gerade eine neue Mutation gekriegt. Kieselbeißer. Was macht das denn? Kieselbeißer, du hinterlässt eine Spur der Verwüstung und hast Spaß dabei. Kleine Arme mit großen Muskeln lassen den Hammer kreisen. Gut, das sagt mir jetzt gar nichts. Ich habe hier so eine Gartenschippe gefunden. Was ist das? Die Ameisen sind eine bekannte Bedrohung für dich. Tod und Zerstörung sind alles, was Ameisen in deinem Weg bevorsteht. Ah, mehr Schaden gegen Ameisen. Verlässlicher Freund. Lähmung. Achso, das hatten wir schon. Aber das mit dem Dings klingt nach mehr Damage. Das ist. Klingt erstmal richtig gut. Mehr Damage für den Hammer? Ja. Oder allgemein? Ja, für den Hammer. Oh, Schabernack. Sehr schön. Oh, das ist ja richtig Progress hier in der Folge. Kai ist wieder der Einzige, der was taugliches macht. Das ist so überhaupt nicht richtig. Ich habe jetzt schon Ton. Das heißt, wir können gleich das Spinnrad bauen und können damit die Spinnseide herstellen, die wir brauchen. Nee, aber ist dieser kleine Mini-See hier eigentlich neu? Weiß ich nicht. Also diese Pfütze. Kann ich dir nicht sagen. Da ich nicht sehe, was du siehst, ist das so ohne weiteres nicht ratifizierbar. Ah, jetzt ist echt meine Scheißschaufel kaputt gegangen. Ich kotze. Du stehst doch direkt hier dran, du Trottel. Die Pfütze hier hinter uns, ist die neu? Warte mal. Nee. Die ist schon uralt. Ich bin ja bewusst hier hingelaufen. Ich hab kein Quarzit da. Ich kann jetzt gerade meine Schaufel nicht reparieren. Das ist ein bisschen doof. Na gut. Ich komme nach Hause. Oh, hier ist echt viel Leben. Hier ist was? Hier ist echt viel Leben. Deswegen bin ich ja dahin gegangen. Allein schon drei Spots gefunden. Ja. Ist alles voll da. Zack. Hier auf dem Weg ist auch nochmal Leben. Ist tatsächlich alles voll. Oh, scheiße, da kommt wieder irgendwas. Ach, so eine Pisspflanze. Scheißviecher, ey. Viel mit Damages. Da ist noch eine hinter dir. Sehr schön. Hier liegt noch Larvenstachel. Michi, kannst du hier mitnehmen? Wo denn? Liegt in so einem kleinen Beutel hier. Achso, ja. Und hier liegen nochmal Larvenstacheln. Ich bin halt inventarmäßig voll. Alles mitnehmen, was wir brauchen. Warum bleibe ich denn hier bei den scheiß Grasbüschen stecken? Ich komme hier nicht mal durch, Alter. Ja, die sind echt eng gewachsen, ne? Voll krass.
Eigentlich hätte ich jetzt einen Spruch erwartet, wie ihr hört, der Witz, ich schaffe das nicht überflutet. Nein, Michi. Ich bringe nur gerechtfertigte Kritik an. Nicht irgendwelchen Bullshit. So, ich glaube, jetzt habe ich hier gleich ein Ugo. Ein großes Alter, verpiss dich! Oh, fuck, 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 fuck. In den Stinkescheiß darfst du echt nicht reinrennen, ne? Nee. Alter Vater. Das ist ja übel. Ey, wo ist denn jetzt unser Haus? Oh, ich bin schon. Wir sind vorm Haus. Ups. Aber ich komme ja immer wieder gerne nach Hause, ne? Ist echt schön geworden. Fisch total gut. So, dann bauen wir den Scheiß mal. Brauchen wir die alte Basis eigentlich noch? Nee, ne? Doch, so als Zwischenspot ist ja eigentlich immer ganz cool. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich irritieren die ganzen Markierungen. Okay, das Spinnrad, das ist ja Overtime, das ist ja ätzend. Das ist ja asig. Das braucht ja ewig lange. Können wir noch ein zweites bauen? Was brauchen wir dafür? Stolperfallen. Brauchst du denn ewig lange für eine Zutat, ja. Oder für eine? Wir können jetzt Blaubeerensessel bauen, ne? Yay! Voll gut. Das ist voll Stimme haben. Und Waffenhalterung für die Wand. Wo war denn dieses blöde Spinnrad? Bin ich doof? Ich will keine Antwort. Da ist es. Hau ab, du dämliches Vieh. Ja gut, das dauert jetzt eine ganze Weile. Alter. Ich lade derweil mal aus. Hier ist doch kein Stein drin. Was ist denn hier? Hier ist Sap. Kommt hier der Scheiß wieder rein? Ich brauche mal einmal Quarzit. Genau. Kann hier einmal meine schöne Schaufel reparieren. Machen wir die ganzen Stacheln und sowas hin. Zack. Stacheln hinten beim Feuer. Da ist der ganze Ameisenkram und so. Ja. Und dann, ja. Kann hier auch der Lehm rein. Bitte nach da hinten. Und Grünzeug-Scheiß kann hier hin. Was trinken? Das brauche ich nachher gleich. Water filtration tablets needed. Ich kann mal Kaulquappenfleisch am Feuer machen, was haltet ihr davon? Einfach mal was Neues. Ach nee, genau. Das müssen wir noch analysieren. Haha. Kann man das Essen analysieren? Bestimmt. Ja, natürlich kannst du das analysieren. Dann probieren wir das gleich mal aus. Dann laufe ich mit dem ganzen Scheiß gleich mal rüber. Obwohl, ist das schon gekocht? Nee. Gut, dann. Ich auch mal mit. Alter, ich höre schon wieder Spinnen. Dann gehe ich mal zum Analysator. Welchen nehme ich denn da? Den da hinten. Michi, du kannst die Dings immer mal wieder nachfüllen, das Spinnrad. Womit? Mit Spinnenseide, also Spinnenfadenkram. Also die Spinnenseide rausholen und neue reinpacken. Dass wir hier am besten null Zeit verschwenden. Oh, das sind aber jetzt bedeutend mehr Blasen. Also ist gefühlt ist hier unten jetzt alles wesentlich detaillierter und wesentlich schicker. Mit Beleuchtung und so. Das war beim letzten Mal. Unter Wasser? Ja, ja. Unter Wasser? Also ja, das Spinnrad ist voll, da kann ich gerade nichts machen. Das dauert ewig. Um Längen. Wenn ich da mal einmal, ich werde auch mal einmal tauchen gehen. Wenn ich das, wenn der Dieb schon nicht darf, dann mach ich das wenigstens hier. Okay? Ja, mach halt. Oh, was ist das denn? Lag das hier auch schon? HDPE? Ich hab was gefunden. Ich hab den Eingang gefunden. Hast du jetzt schon? Ja, hier hinten unter dem Steinding, ne? Ja, aber da kommst du noch nicht rein, oder? Doch, ist offen. Ich kann da rein. Ja, dann. Ja, ich muss aber erstmal. Ich weiß noch nicht, wie weit wir da kommen. Weil wegen Atemluft und so. Also muss halt tauchen. Pure Science. Das ist ja gut. Ich werde mal gucken, wie weit ich da gleich tauchen kann. Aber vielleicht nicht mit meinem
ganzen Kram drin. Nee, also das kann man nicht analysieren. Das Fleisch. Schade. Ich probiere mal was. Kann ich ja hier alles fallen lassen. Ich weiß gar nicht, die Spawn-Sachen, wenn sie einfach nur rumliegen, ist mir zu heiß gerade. Okay, könnte mit der Zeit passieren. 40 Sekunden habe ich, okay. Das heißt, bei 20 muss ich umdrehen. Boah, voll easy kommen wir da rein. Ich bin schon drin im Labor. Ja, sehr gut. Reicht locker. Wollt ihr nachkommen? Gleich. Schon mal Quarzit dabei. Gut, ich habe ein bisschen viel im Inventar, aber das kriegen wir schon alles irgendwie geregelt. Ich bin schon auf dem Weg. Science! Hier krabbelt doch was. Irgendwas krabbelt hier. Ich bin mir ganz sicher. Okay, was haben wir hier? Hier schwimmt irgendwas im Wasser. Sieg, wo bist du? Wo bist du langgelaufen? Was? Hier? Es gibt doch nur einen Weg. Weg versperrt. Achso, ja. Kommt man hier nicht weiter? Let there be light. Ist das ein Rätsel mit den Knöpfen oder so? Mit den Schrauben? Ja. Also ich. Kann ich die anfassen? Ich kann die nicht anfassen. Ach so, ja, warte, ich guck gleich. Kann es sein, dass hier der Ausgang ist? Nee, das sieht nicht aus. Also, die Schrauben, das hat doch nichts mit den Schrauben zu tun. Die sind bei an den Türen auch. Ja. Ich könnte noch einen Chemorohr machen. Ja, gerne. Das nehmen wir sicherlich alle gern. Aber hier ist, ich glaube, hier ist tatsächlich Ausgang only. Hi. Hallo. Okay. Das ist eine nette so, ich hätte für jeden einen Chiemrohr. Ja, super, bring gerne mit. Ah, scheiße, mir fehlt eine Seegrasfaser. Alright, Shadows. What you got now? Habt ihr das auch? Ja, natürlich noch keiner hier gesammelt, ne? Nee. Ich hab hier in dem Labor hier gerade übelst Bildtearing. Echt? Ich gar nicht. Ja. Okay, so sieht man auf jeden Fall mal, dass es verschiedene Farben sind. Ist doch gut, Yoda. Alles ist gut. Wir haben dich alle lieb. Komm her. Also ich kann mit dem Bildchen hier irgendwie nichts anfassen. Anfangen. Es sieht so ein bisschen aus, als ob irgendwelche Pilzmenschen dir irgendwas erzählen und ja. Man hat keine Ahnung was. Ja. Ja, ich glaube, hier können wir wieder weg. Das bringt hier gar nichts. Noch nicht. Aber vielleicht hat der schlaue Kai eine Lösung. Ich weiß, wo es ins Labor geht, aber da kommen wir aktuell noch nicht hin. Okay. Doch, wir sind doch im Labor. Ja, aber quasi am Ausgang. Achso. Also ich. Tatsächlich komme ich jetzt hin. Aha. Bin ich hier jetzt lang geglitscht? Oh Gott, ich bin durchs Level geglitscht. Nee, doch nicht. Huh. Das war aber du, Sales. Ja, bringt nichts, hierher zu kommen. Da kommen wir nicht rein. Ah, da ist One-Eye, der Koi-Karpfen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu Kai, wenn er nicht noch weiter Richtung von mir aus Osten läuft. So, ja, ich gehe wieder an den Rand. Weil ich mag diesen Karpfen irgendwie gar nicht. Wieso nicht? Ich finde ihn voll geil. Koi. Ich finde ihn auch gut. Und nicht, wenn der neben dir ist und sagt... Auf Twitter trendet wurde der Hashtag Carp. Warum auch immer. Carp. Ja. C-A-R-P. Carp. Und überall sind Karpfenbilder. Ich verstehe es nicht. Vielleicht weil es ein Karpfen ist. Aber warum? So, wieso? Achso, Seegras hatte noch gefehlt jetzt, ne? Ja. Du brauchst einmal Seegras. Kannst du mit dem Kiesel durch abbauen. Okay. Ich muss erstmal. Seegras habe ich vorhin in den Truhe gelegt. Och, Yoda, was ist denn los? Habe ich vorhin in den Truhe gelegt, ja. War nicht viel? Ja, ich glaub, reicht nicht. Eins fehlt noch. Drei Brocken oder so? Okay. Genau, eins einmal. Fehlt noch. Holen wir das einmal. Ja, dann hack ich mal fix was. Achso, ja, oder so. Kai Max, nee, ich mache jetzt mal leer, dann kann Kai einmal den Scheiß da rausgeben.
Ich fülle das Spinnrad selber auf. Wir können uns mal bei uns im Lager treffen, genau. Zack. Ich komm mal zum Haus. Mach mal. So, eins ist fertig. Das ist ja schön. Das hat einen Ausdruck. Also hier ist sieben Seegrasfasern. Reicht das erstmal? Ja. So, ich gebe euch gleich die Dings. Hoffentlich schaff's. Rohre, die erhöhen übrigens die Luft unter Wasser auf 80. Das ist, oh, das, mal, das ist gut, doppelt so viel. Ich glaube, ich bin ertrunken. Das kann nicht wahr sein. Ey, ein Zentimeter vor der Ruhefläche. Das Seidenseil, das ich hier gerade habe, hat tatsächlich noch ein Ausrufezeichen dran. Das haben wir anscheinend. Ja, ist noch nicht erforscht. Warte, ich werfe jetzt eben den einen Blubberstab dahin. Schmeiß hin. Oh ja, gib mal her. Ja. Das zweite muss ich gleich noch bauen. Genau, so, ich hau jetzt mal noch den Bombardierkäferkram und so weg. Dann hole ich erstmal meinen Rucksack wieder. Ja, mache ich erstmal. So, Quarzit auch noch wieder weg. Warum auch immer hier noch immer einer drin liegt. Hui. Und du weißt, wo der Eingang ist, ja, Kai? Ja, wir müssen dann zumindest mal unter Wasser Sachen und Dinge machen. Dann folgen wir dir gleich, würde ich sagen. Ja, ich gehe mal erkunden. So, jetzt könnt ihr mir noch ein bisschen Heilung. Ist gleich sowieso schon Nacht? Ja, klar. Ja, ja, wird schon dunkel. Ist egal. Ich mache noch ein bisschen Heilkram, was haltet ihr davon? Ja. Was zitterst du denn mit dem Schwanzkater? Oh Gott, ist es. So. Faserverband. Die sind aber auch echt schön günstig hergestellt, ne? Meine Güte. Am Anfang war es ja alles noch Mangelware, aber mittlerweile. Haben wir eigentlich irgendwie eine Ausrüstungstruhe? Nee, noch nicht. Ah, der No Budget Nerd läuft hin. Lass mal das Seegras fallen. Einen Moment. So, das hier hin. Ja, kommt dann alle, hier. Alle sieben Brocken, nur für dich. Brocken. Yes. So, dann bekommst du jetzt von mir noch ein Blubberrohr zum Blubbern. Ja. Yeah. Klingt wie so ein Bong, Alter. Ein bisschen. So, Alter, wie viele Messer haben wir denn? Wie viele Kieselspeere? Ja, die Speere sind. Dankeschön. Kieselspeere sind jetzt nicht so. Die brauchen wir. Ja, aber die Messer. Noch einer Seerosenwachs? Habe ich alles im Kopf. Wenn wir jetzt unter Wasser gehen, wäre es cleverer, wenn wir die mitnehmen, ne? Statt schwerer Waffen. Also, ich habe auf jeden Fall einen Speer und einen. Oh ne, echt jetzt fette Spinne. Ich habe, warum auch immer, zwei Trinkflaschen. Hat einer, braucht einer von euch noch eine? Ich habe meine hier. Oh oh, ich glaube, das ist eine Wolfsspinne. Ja, dann können wir das auch lassen. Michi? Nee. Halt die Fresse, weißt du? Nee, den nicht. Den, komm. Kriegst halt nichts. Ich kontrolliert hier unten, Fixer. Das ist witzig. Vielen Dank, Ragnar. Ja, ja, bitte. Fick dich, ey. Assi. Ich leg die denn mal hier eine Truhe rein, die drei Stück, die du mir gegeben hast, weil ich hatte noch 10. Ja, was soll ich denn wissen, dass du mir hier liegst? Ich muss so wissen, welche Truhe. So, ich habe dann auch wieder Spinnenfäden. Ich werde mal einen gleich zum Analysatieren mitnehmen. Analysatieren. So, das Schaufel brauche ich jetzt. Nein, analysatieren. Mhm. Ich baue hier mal in der Waffenkammer noch eine Kiste, ne? Für Waffen und so. Was maulst du denn jetzt schon wieder rum? Nein, ich bin gerade überfordert mit den ganzen Zutaten. Achso. Denn wir haben sehr viele. Ja, durchaus. So. Kokos und Saft. Okay. Haben wir noch Kokosschalen? Kann man in dem Spinnrad, kann man doch was zwischenlagern? Kann man jetzt unten irgendwo jetzt 10
Sachen reinlagern? Nee, leider nicht. Du kannst mal Kokosnuss holen, Michi. Also hier, nicht Kokosnuss, Eichel. Was haben wir denn hier? Kokonüsse. 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 Was macht der Kai jetzt eigentlich gerade noch? Ich habe Seerosenwachs gekauft, damit wir gesucht und gesammelt, damit wir unter Wasser mal was sehen. Wozu brauchst du denn Kokonuss, Quatsch, Eichel? Um hier hinten eine Truhe noch fertig zu machen für etwaige Ausrüstung, die wir vielleicht brauchen. Haben wir kein Eichelzeug mehr? Nee. Alles, bist du sicher? Alle. Ja. Ja, hier sind allein schon 27 Kappen, Alter. Ja, ich brauche aber keine Kappen, ich brauche die Hüllen. Quasi die Schale. Ja, no shit, Sherlock. Weißt du, bist du hier fertig bist mit diskutieren? Habe ich die selber geholt. Meine Güte. Bist du jetzt schon unterwegs, oder was? Nee, logisch bin ich jetzt unterwegs, dass du ja nichts machst. Was soll ich das wissen, dass du unterwegs bist? Außerdem bin ich auch schon längst dabei. Nee, umso besser. So, ich habe jetzt zwei. Wo ist die Schale hin? Ist jetzt keine Schale übrig geblieben, oder was? Der kann nichts. Ich sehe jetzt die Schale. Spiel willst du mich rollen, ne? Vielleicht hast du die schon aufgenommen und weißt es nicht. Ja, durchs Durchlaufen oder was? Möglich. Ja. Da ist er. So, ich habe zwei. Wie viel hast du? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe bloß. Ich habe eine. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Ich finde hier gerade gar keine Eichel mehr. Spinnen! Spinnen? Wo denn? Wieso gehen wir auch im Dunkeln los? Die sind Spinnen. Nee, Logo sind hier Spinnen, aber meine Güte. Ist halt so. Ah, ja, aber schon herrlich, ihr beiden. Ich hab die schon widerlich. Ja, weißt du sorgst für Progress und wir für Entertainment. Ist das dann dir oder was? Das ist total super. Deswegen ist Kai auch der beliebteste. Meinst du? In welchem Universum bitte? Und den ganzen Kommentar-Videos steht immer: Oh, K, ich will ein Kind von dir. In jedem. Ja, genau. Hab ich auch gesehen. Alter. Herrlich. Oh, darf ich schon wieder im Klee stecken? Was ist denn hier los mit dem Spiel? So, bring dann eine Schale, dann sind wir hier fertig. Nein, ich will jetzt noch mindestens eine Eichel. Aus dem scheiß Klee nicht raus, verdammte Hacke. Aber warum denn? Wir könnten noch. Ja, weil das Spiel mich gerade mobbt, Alter. So. Ich finde keine Eichel mehr. Sorry. Ich gib's auf. Wieso hab ich den? Okay. Muss man den Helm für aufgeben, wa? Das ist ein bisschen schade. Wo ist eigentlich mein Helm? Ja. Für das Rohr. Ja, ist aber nur das. Shit. Das war zu tief. Okay. Ist aber nur vorübergehend. Gut, dann machen wir den mal hier hin. Aber ich habe ja auf Twitter gesehen, es gibt auch so eine Art Taucherglocke. Das sah richtig cool aus. Echt? Ja, dafür brauchen wir aber hier Karpfen, Keuschuppen. Boah, Keuschuppen. Hier, wir werden bestohlen. Von so einer dritten Fliege. Ja, dann machen wir die doch weg, oder was? Ja, habe ich gerade gemacht. Die hat unseren Saft geklaut. Einfach so. Das ist ja unerhört. Saft? Ja. Aus dem Trichter jetzt oben? Ja. Yeah. Oder was? Gemeines Tier. Ätzende Scheißviecher. So, wollen wir mal einmal schlafen? Und dann vielleicht mal losziehen? Oder haben wir gerade noch irgendwie einen Auftrag? Nö. Dann nö, dann schlafen wir. I can't be the only so, one denn... feeling tired. Na. Time to hit the hay. Schlafen. Schlafen. So. Und dann führt uns Kai in den Untergrund. Warte, ich muss erstmal. Du wolltest ja jetzt noch so eine Kappe haben, oder nicht? Etwa so eine Schale. Ja, bau da hinten fertig die Truhe, die da auf dem Boden steht. Geil! Was denn? Boah! Er hat Licht. Hast jetzt wieder nur eine gebaut, wa? Mehr haben wir nicht. Truhe? Wir haben, warte okay. Mal. Da unten. Ich guck. Ach, da. Ich sagte, was wir noch brauchen. 4 Grasfasern und einmal Seerosenwachs. Okay. Gut, aber egal, Kai, führ uns zum Schotter. Hat Michi jetzt schon seinen Taucher... vielleicht auch erst noch Licht haben? Hat Michi sein Taucherdings jetzt? Ich hab das jetzt, ja. Vielen Dank okay, nochmal. Nee, wir brauchen kein Taucherlicht. Wir kommen, glaube ich, auch so zurecht. Na? Oh, man kann ja einen starken Angriff mit dem Speer machen. Zick. Na, musst du Geduld halten, ne? Ja. Das ist jetzt aber auch kein Geheimnis, Alter. Ja, Entschuldigung.
Meine Fresse, ey, der macht mal eine Spielstellung. Weißt du, ich mach einmal für die Zuschauer mal hier so eine kleine Anmerkung und du dreckiger Pisser hast nichts Besseres zu tun, als schon wieder Kai halt's Maul. So weit sind wir jetzt noch nicht. Und du dreckiges Arschloch hast. Was denn? Alter! Blöder Wichser. Ja, ich hab dich auch gemacht. Sind wir fertig? So. Hallo, allerliebste Lieblingsfrau. Lügner. Was heißt denn hier Neimer. Lügner? Der ist schon so ein schlechter Mensch. Ich hab Durst. Ich auch, deswegen versuch grad was zu trinken. Ja, ich trinke ja am Fluss. Ich trinke dreckiges Wasser. Das tut's auch. Ich will nicht unterstellen, aber das ist besser. Ich komme jetzt frisches Wasser. Nö. Soll er verhungern, der Drecksack. Ja, so gehst du mit deinem Körper um, weißt du? Ja. Mach ich. Oh, man wird vergiftet, jetzt kann das sein. Also so sag wieder rauf. Was. Oh, Scheiße! Weißt du, aber ich hab hier schon wieder einen Rüsselkäfer in Sicht. Und eine dreckige Scheiße. Laus. Laus, Junge. Schmeißen wir die jetzt hier vorne auf den Grill und dann ist gut. So. Fertig. Dann esse ich hier mal was. Also dieser Saft ist für Flüssigkeit echt so eher Pest, ne? So, da kommt dann auch der Nerd. Ich weiß nicht noch, um meinen Braten. Ah, der ist schon fertig. Ey, der ist ja cool. Der wird ja nach und nach braun. Das fetzt ja. Der Kater ging gerade richtig steil. So. Auf zum Michi. Ah, ich krieg einen. Also nicht Snickers, ich muss einen Finger vorhalten. Sonst krieg ich hier Sachen vorgeworfen. So. Da kommt Michi, alles klar. Hier müssen wir runter. Die Katze hat meine Chips gegessen. Die Katze hat deine Chips gegessen, das ist tragisch. Äußerst tragisch. So. Okay. So, Michi kommt zum Speerkampf mit dem Messer, ist auch gut, ne? Ja. So, können wir? Ja. Geht doch. Geronimo! Der hat sogar schon Taucherflossen, der Gute. Was? Deswegen ist es so schnell. Wir spielen Grounded. Blup. Aber hier gibt's jetzt unter Wasser und so. Oh ja, das ist echt fiktiv. Ja. Der Teich erkundet die Tiefe. Hier unten ist aber nicht Licht. Ja. Das ist nett. Menge Licht. Viel Licht. So, oh. Wir folgen am besten. Ah, hier ist einmal der Dinosaur. Oh! Wie gut. Oh, hier würde ich bleiben. Science, der ist ja geil. Oh, ist der geil. Sag mal, guck dir das Ding mal an. Also, zeig den Zuschauern das Ding mal. Ja, hab ich doch bei. Und rush nicht immer dran vorbei. Ja, ich brauch, glaube ich, gerade erstmal Sauerstoff. Hier, über dem Kabel. Ja, ich hatte hier gerade. Da, ja. Das krieg ich noch. Ja, ich hab's erwischt. Sehr schön. So, und dann schauen wir mal, dass wir dem Kabel folgen können. Aber der Dino fetzt. Ja, der ist ziemlich cool. Dinos fetzen immer. Ja, ich bin bei dir, Kai. Blöder Hund. Warum schlugst du jetzt auf die Stelle? Was war das? Weil ich den Knochen haben wollte. Ach, das war ein Knochen. Und hier unten ist noch eine schlammige Schuppe. Ja, warte. Diese Schatztruhe. Die müssen wir ganz dringend aufsammeln. Okay. Oh, Keuschuppe. Okay, da vorne geht's übrigens lang. Ah, oh ja, ja, das der ist recht. Der Nöbügget-Nerd läuft schon in die richtige, schwimmt in die richtige Richtung. So. Ja, es ist auch ziemlich offensichtlich, wo es hier lang geht, oder? Ja. Okay. Hier oben ist so ein bisschen es Strömung. Sieht schon echt aus. Knochen. Okay. Nett, nett, nett. Oh, noch 30 Sekunden bis zum Tod. Ja, dann ist das so. Ja, das sagst du. Ich komme ja nicht wieder hin. Ich brauche denn jetzt wieder ein Tauchgerät. Scheiße, wir brauchen Luft. Ja, ach was. Jetzt wird's tricky. Habt ihr beide Schwimmflossen? Nee, ne? Weiß ich nicht, aber ich brauche Sauerstoff. Ja, ich auch. Ich sterbe gleich. Ich habe nur noch 12 Sekunden. Wo ist hier Sauerstoff? Kai! Bitte nicht. Ja, jetzt wird's auch schon dunkel. Das war's. Ja, können wir gleich den ganzen Scheiß nochmal machen? Ja, die ganze. Nein! Ich bin beim Auftauchen gestorben! Ja, ich bin auch tot. Wir sind alle tot! Ja, super. Wow! Scheiße.
Wie sind wir denn auf den gekommen, da einfach so hinten zu springen, Alter? Wie dumm sind wir denn eigentlich? Darf ich gerade mal Nettie zitieren? Michi sieht ganz schön fett aus. Sagte die Behinderte. Ja, die darf das. Die sieht ja, nämlich klar, nicht fett aus. Ja. So, jetzt haben wir keine Taucher-Dings mehr. Wie sollen wir da jetzt hinkommen? Ich versuche da jetzt runterzukommen. Mal sehen, ob ich das in der bisschen Zeit schaffe. Also, man sieht ja den Rucksack, man kann gerade runtertauchen. Aber das ist doch unter so einem. Scheiße. Das ist das Problem, es ist unter dem Stein. Ja. Ja, ich. I try my best. Oh, warum komme ich nicht durch den scheiß Klee? Okay, da ist schon mal was. Okay, ich glaube, das schaffe ich. Ja, ich schaffe das. Das sind 80, 90 Meter. mit 40 Sekunden. Hallo. Da haben wir das erste Mal Sauerstoff. Oh, hier ist ja noch so ein Ding zum. Ey, hier ist eine Luke, ne? Ja, ja. Da bin ich gerade aufgetaucht. Als ich. Oh, Mutation entdeckt. Meerjungfrau. Wiep, wiep. Oh, man kriegt jetzt ein Warnsignal, das ist ja angenehm. So, ich muss auch erstmal wieder hoch. Hast du deinen Rucksack gekriegt? Noch nicht. Ich muss erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Also, wie ich da an den Eingang reinkomme. Aus der anderen Richtung. Das ist das Problem. So, blub, 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 blub. Oh, es gibt noch Unterwasserleben. Das noch so eine. Ja, ja. So eine, die meinte ich ja eben. So. Ach, scheiße. Also, ich finde den Eingang so ohne weiteres auch nicht wieder, muss ich tatsächlich gestehen. Ich bin auch gerade. Kai hat es anscheinend schon gefunden. Nee, ich habe einfach nur Raw Science unter Wasser gefunden. Wie kommen wir da jetzt? Ganz unten runter, um da überhaupt wieder hinzukommen, ne? Ja klar, ja, hier schwimmen wir jetzt eine hässliche Spinne rum. Ich habe natürlich keine Waffe dabei. Ja, nee, ist klar, ne? Wo sind. Welche Syrose war das? War das die weiße oder war das die pinke, wo wir abgetaucht sind? Mittig. Mittig ist aber nichts. Was zur Hölle? Treppressis. Oh, da gibt's Wasser. Okay. Da ist eine Spinne. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine Spinne. Ich habe keine Waffe. Das werde ich wohl verrecken. So, wo ist denn jetzt? Da. Also doch wohl in die Richtung oder was? Nee, die schwimmt wieder runter, wenn man an der Wasseroberfläche ist. Witzig. Okay. Ja. Echt? Es werden hier alle rollig, ey. Ich krieg eine Meise. Ja, unsere Katze ist auch rollig. Unsere Katze, unser Hund. Ja, die sprechen sich ab. Meinst du? Ja, ja. So ein fliegenden Wechsel, dass das ganze Jahr über irgendwer rollig ist. Ja. Okay, ist erstmal wieder der Frisbee. Dann müssen wir doch garantiert weiter hier rüber. Ich versuche gerade das Kabel da unten zu finden. Okay, so. Jetzt ist hier erstmal wieder Sauerstoff. So, ich glaube, ich sehe den Eingang. Doch nicht. Die nächste Frage wäre ja, wenn wir da unten sind und das Ding aufnehmen, haben wir dann wieder mehr Sauerstoff? Also springt er direkt auf 40 hoch. Das mit Sicherheit. Nee, das nicht. Da, ich habe das Kabel gefunden. Das Kabel hatte ich auch schon mal. Scheiße, jetzt brauche ich. Oh, ich gehe schon wieder drauf. Ja, ja, ich glaube ich auch. Außer ich habe hier Glück. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, ich glaube, ich verrecke jetzt auch. Oh. Ich war gerade wirklich ein Müh von einer Sauerstoffblase weg. Scheiße, ey.
Wir haben auch den ganzen Stuff nicht da, um nochmal so ein Piss zu bauen, ne? Ich bin gerade am Sammeln. Okay. Ja, ich schmeiß mal wieder Spinnenfäden rein. Könntest schon mal Kieseldolche bauen? Was brauchen wir dafür? Kiesel. Kiesel, Pflanzenfaser, Sprössling. Haben wir alles da. Ja, das ist ein E-Ring oder sowas. Ziemlich cool. Kiesel, Pflanzenfaser empfehlen natürlich. Sind aber in der Truhe. Mehr als genug. Ja, da habe ich vorhin Verbände draus gemacht. Warte, ich bringe noch. Wenn ich was finde, bringe ich was mit. Gut. Wie viel brauchen wir? 9 insgesamt. So, zwei. Kieselspeer. Ah ne, ich war bei Kieselspeer. Wir brauchen ja hier, wo ist das andere Ding? Ziemlich weit unten. Muss aber Werkzeug sein. Ey, das mit den Sauerstoffblasen ist so für'n Arsch, ey. Wir brauchen Seide, dann brauchen wir wesentlich mehr. Und Seerosenwachs, da haben wir genug. Wie viel Seerosenwachs? Haben wir genug. Alles gut. Wir brauchen nur Pflanzenfasern. Kommt. 16 Stück. Ja, das ist ein Anfang. Mach mal Seile draus gleich und schmeiß hier hin. Den Rest habe ich schon im Inventar. Achso, nur Seile. Jo. Schwupp, schwupp, schwupp. Also wir machen die Folge hier nicht zu Ende. Bevor wir unseren Scheiß... Wie viel haben wir denn jetzt? 47. 47 schon? 49, Entschuldigung. Die geplant war immer eine halbe Stunde. Ja, der Drops ist gelutscht. Wir brauchen noch einen Seil, Minion. Ja. Wir kann brauchen ich? Noch was? Obwohl, nee, ich kann eins machen. Alles gut. Dann habe ich für alle einen Kiesel durch. Lege ich hinten in den Unterwasserkram. So. So, was hier, wo? Hinten in der Kiste. Hinten? Ganz hinten. Ah. So, jetzt gehe ich da mit einem Messer bewaffnet hin und mach die nackig. Die Fresse voll, ey. Aber ich finde den Eingang auch nicht wieder. Das checke ich halt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe. Zeig euch gleich, wo es war. Aber ich bin dem Kabel gefolgt, aber dann ist so eine Spinne auf mich losgegangen und dann habe ich auf Sauerstoff gewartet und der kam einfach nicht und bin gestorben. Ja, das ist immer noch Asi. Asi? Asi. Asi finde ich gut. Nicht. Fehlt auch krass die Orientierung unter Wasser, ne? Ja. Also gefühlt waren wir doch an der Rückseite des Teichs. Ja. Gefühlt. Aber praktisch nein. Ich sag euch gleich, wo es lang geht. Warte. Wir müssen aber vorher vielleicht noch Chiemrohre bauen. Das heißt, ihr müsst jetzt. Nein, wir kriegen den Scheiß wieder. Ja, aber um da hinzukommen, brauchen wir das Chiemrohr. Das wird nichts, Müller. Dafür reichen die 40 Sekunden nur. Und du weißt ja, wie unregelmäßig diese Sauerstoffblasen kommen, die gerade ja, in den halt Himmel fliegen. Warum auch immer? Ist das echt? Ja. Na, ich glaube, ich ertrink gerade schon wieder. Also wenn, dann wird das... Ja, siehst du, und du willst da hinpaddeln. Ha, geschafft. Kai, worauf hast du dir die Flossen gebaut? Dafür musst du diese Dings töten, die Quabben. Ja, jetzt. Ja, diese. Nicht die Quabbeln, Kaulquappen, sondern die Flöhe, Wasserflöhe. Ah. Mit der Blubberblase am Bauch. Ja, mach ich gerade. So. Wasserflohfleisch. Okay, nochmal. Also Wasserfloh habe ich gerade kaputt gemacht, aber ich habe Fleisch gekriegt. Nee, du kriegst da die Flosse von dem Wasserfloh. Die brauchst du. Ich habe nur Fleisch gekriegt. 4 Stück. Dann musst du mehr töten.
Komm, wieso habe ich denn jetzt keinen Sauerstoff bekommen? Das ist doch assi. Ich war direkt. So. Ich sammle gerade schon wieder Seegras. Okay, da ist wieder dieses beschissene Seil. Kabel meine ich. Hallo. Jetzt kommt hier so eine verfickte Spinne. Fick dich, Alter, ist die stark. F dich. Ach, fick dich doch, du Scheißvieh. Alter, selbst mit Block macht die einen halb tot. Assi-Vieh. Jetzt liegen hier schon zwei Rucksäcke rum. So, wie stellen wir das jetzt an? Gut. Gut? Ja, sehr gut machen wir das. Wir sammeln Zeugs für die Blubberblasen, ja, also für die Tauchrohre. Also, mir reicht schon, wenn du mir einmal den Eingang zeigst. Ich glaube, ich komme dahin. Ich sehe meinen Rucksack gar nicht mehr. Ne, weil ich bin da gerade echt überfordert. Ich finde diesen blöden Weg nicht. Klingeln. Sollen wohl irgendwie auch noch Höhlen dazu gekommen sein? Ja, wir haben eine ganze Menge hier geändert. Also ich bin beim Kabel. Ich finde den T-Rex auch nicht mehr. Wo war der? So. Stimmt. Hm. Ach, Scheiße. Nee, jetzt habe ich es richtig. Ich glaube, sehe ich den T-Rex? Nee, das ist der Karpfen. Ey, ich will diese scheiß Blasen haben. Was soll denn das? Das war's, mich ist tot. Mal wieder. Und neben mir, Alter, ein Zentimeter neben mir kommt so eine Luftblase. Weißt du, es ist doch zum. Oh. Ja, 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 ja. So, jetzt mal. No Budget Nerd hätte sich das nochmal überlegen sollen. Ja, yay. Sehe ich genauso. Jetzt hat sich der Controller verabschiedet. Oh. Ach, Michi. Kleiner süßer Michi. Kai, du bist so still. Erzähl mal was. Ja, ich glaube, Kai, konzentriert. Jetzt kommt dieser blöde Korpfen, ey. Leck mich doch. Korpfen? Korpfen. Der Korpfen? Korpfen. Halt die Fresse. Mensch wie dich. Menschen wie dich. Herrlich. Der Kai, er hat gesagt, der Korpfen. Alter. Oh, der Korpfen. Der blanke Hass. Der blanke Hass. Ja, anders kann ich das nicht nennen. Ja, es tut mir fast nicht leid. So, ja. Ich warte noch auf Spinnenseide. Dann habe ich für euch beide auch wieder ein Schilfrohr. Du wolltest einfach nicht, dass wir das so nochmal versuchen. Ich will einfach nicht, dass du an deiner nicht registrierten Unfähigkeit festhältst. Das ist ja so nicht ganz korrekt. Doch, weil die Unfähigkeit liegt ja nicht bei dir, sondern bei deinem Charakter. Und dein Charakter ist dahingehend unfähig, weil er nicht lang genug atmen kann. Ich weiß halt, wann bist du so ein Schleimer geworden? Ich glaube, Alter. Wir kämen daran. Ja, er weiß halt, was ihm gut tut. So, ja, das ist doch definitiv wieder ein Stückchen, ein 50 Cent Stück für die Üblichkeitskasse, oder? Euro. Euro? Ja, gut, ja, kann 2 in 1, kann man sagen. Plonk. Sehr gut, Kai. Sehr gut. Von dem Geld fährt Kai bald in Urlaub. Das wird super. Ja, das Schlimme ist, ich fahr zu dir. Ja. Nur um die Kiste gleich wieder voll zu machen. Super. Ja. Spitzenidee. Kai, du solltest dir das dringend überlegen. Nee, also wenn ich dann bei Müller bin, dann zahlt er ins Phrasenschwein. Das ist ja einfach. Wie, was, wer, wo? Hä? Wie hast du dir das gedacht? Friss mir meinen Kühlschrank leer. Kai,
Kai, was glaubst du eigentlich? Du glaubst doch nicht echt, dass dieser geizige Hund, dieser irgendwas in deinen Phrasenschwein rein... Alter, du nennst mich geizigen Hund. Der Typ, der dir einen Computer geschenkt hat, oder was? Fick dich ins Knie. Hättest du mir einen Korb geschenkt, der wäre viel besser. Halt die Fresse. Das ist ja geil. Das war so ein richtig schöner Touché-Moment. Gefällt mir sehr viel. Haben wir jetzt einen Kuhn uns geschlossen? Nein. Also, wo treffen wir uns? Nein. Ja, hier bei mir. Abwärts geht ins Wasser. Bei mir. Von wo an wir tauchen. Und dort habe ich dann für euch auch eure Rohre. Die benutzen wir dann auch. Es hat sich gerade eine Fliege auf meine Hand gesetzt und ich habe ihr aus Versehen ein Bein ausgerissen. Wie? Mit dem Daumen. Die saß so und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Die Fliege war zu langsam. Ich kann halt auch nichts für. Ich will einen Gnätbraten jetzt, aber sofort. Weil gerade eine Fliege dein Bein ausgerissen hat. Ja. Okay. So. Kinders, wo bleibt ihr denn? Was? Kommt mal zu mir. Wir stehen hier schon hinten auf dem Teich, mitten drauf. Ja, kommt zu mir. Ach, aber warum denn? Das ist doch schon wieder. Weil es von hier aus zu dem beknackten T-Rex runtergeht. Echt jetzt? Wieso waren wir denn am falschen Ende des Teichs die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Hä? Also, das. Das Ding haben wir es nicht gefunden. Manchmal sind wir auch echt dumm, ne? Aber wir sind doch nicht so weit unter Wasser umgeeiert. Doch. Ich tue jetzt erstmal Wasser fliegen. Ja. Gut. So. Hab ihn. Hab ihn und sein Fleisch. Das gute Flohfleisch. Alter, wir waren doch nicht hier hinten. Hier waren wir die ganze Zeit nicht. Nee, Nein, da waren wir doch nicht. Ja, okay. Ihr habt recht. Also ich bin jetzt... So, ja, das ist echt ein seltener Fall, aber ich bin gerade echt Müllers Meinung, dass wir echt nicht da waren. Ja, danke. Tut mir leid, Kai. Sorry. Aber wahrscheinlich sind wir einfach nur gerade so dumm und haben es einfach verraten. Wir sind einfach verängstigt. Ja. Ah, unsere Ehrfurcht vor dem Wasser... Richtig, und jetzt schubt er noch so einen riesen Korken rum. Hier sehr. Ja, schlag mich durch, Alter. Ich fix, ey. Ist so ein Trottel. So. Wo ist denn Kai jetzt hin? Einfach runter, direkt runter. Ja, ich musste gerade erst Michi töten und dann wiederbeleben. Warte, wir müssen erst... Und wenn ihr runtertaucht, taucht ihr... Generell durch Luftblasen. Ja, ich sehe das. Hier ist nämlich auch der T-Rex. Oh Wunder. Das wäre doll. Das kann gar nicht sein. Das kann so nicht gewesen sein. Nee, definitiv nicht. Ja, ich würde die Blase hier gerne einmal mitnehmen. Er ist aber auch hübsch, dieser T-Rex, ne? Meine Fresse. Ja, wunderschön. Ich fände von. Schabernack schon wieder aus den Augen verloren. Da ist er. Und okay. Zum T-Rex, dann da, wo es ja, ich sehe den Eingang. Meine Güte, sind wir so weit getaucht? Das ist echt ganz schön weit unter dem Stein. Ich habe mich aber auch an diesen beiden Rosenblättern orientiert. Das waren die einzigen, die ich gesehen habe. Boah, hier ist ja so ein Schnellschwimmding. So. Habe ich jetzt alles. Boah, Science! Schwimmt nicht in das komische Labor rein. Okay. Ich muss Wo ist denn mein Sack jetzt eigentlich? Ja, der ist oben, schwimmt der. Da. So, hier steht, dass wir Strom brauchen. Na super. Das heißt, nochmal schnell zurückschwimmen, so schnell wie ihr könnt. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo mein scheiß Rucksack ist. Hier muss doch irgendwo Sauerstoff sein. Nein. Zurückschwimmen? Meinst du jetzt Richtung T-Rex? Ja. Wie sollen wir das denn schaffen? Schnell wie es geht. Ja, witzig. Ich hab nur noch 15 Sekunden. Ich hab 22, das klappt bestimmt nicht. Ja, lustig. Cool wäre es, wenn hier unten echt Sauerstoffblasen gewesen wären, aber irgendwie ist das... Chance, ich bin tot. Ja. 2, 1... Ja, und zumal hier ist so ein Gegenstrom-Ding. Letzte Zuckung. Das ist ja echt keine Chance. Alter, wie soll denn das gehen? Ich kann die Überblase sehen, aber nein. Weißt du, wie es geht? Nee. Wir brauchen noch den Taucherhelm. Ja. No shit, Sherlock. Fick die Henne, auf keinen Fall. So, der Taucherhelm, wo ist denn der? No chance.
Aber ich haben wir das überhaupt schon analysiert? Wie bitte? Wir konnten da schon immer was bauen. Ja, ja, haben wir ja gerade schon zum Teil. Aber es war leider nicht genug. So, ich weiß jetzt, dass ich jetzt meinen Sack wiederholt, zurückschwimmen und dann reicht mir das. Ja, dann ist für heute auch Telewies. Also das war so eine sinnlose Folge. Ja. Naja, doch schon. Also wir haben gelernt, dass wir nichts gelernt haben. Ja. Also jetzt ist auch noch dunkel. Muss das sein? Assi, oder? Jetzt wird gerade schon wieder pissig, oder? Assi. Ach komm, jetzt gib nicht den Sack. Das ist doch wieder falsch, oder was? Nee, ich schwimme jetzt. Ich glaube, ich schwimme nicht ganz falsch. Ja, ich schwimme richtig. Okay. Ah, da ist dieses weiße Teil, alles klar. So, jetzt müsst ihr hier doch auch gleich. Oh, komm schon, ey, das waren. Oh, Millimeter. Wo kommen denn jetzt hier die. Da kommen die Bubblezähne, da ist der T-Rex, da ist der Eingang, okay. Wo sind die Blasen? Wo sind die Blasen? Ich brauche Sauerstoff. Komm jetzt. Wo? Wo? Ich bin direkt darüber und es kommt nichts. So, dann lasse ich mich jetzt da reintragen und dann versuche ich da wieder so reinzukommen. Ja, hier sind so Turbinen, die stoßen dich ordentlich an. Ich komme fast auf Höhe meines Rucksacks, beziehungsweise bin jetzt mit 20 Sekunden Rest bei meinem Rucksack, habe jetzt wieder 39 und schwimme jetzt raus. Das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Die Turbinen geben dir auch Sauerstoff, oder was? Nee, aber die geben dir ordentlich Schwung. Jetzt nur noch irgendwie nach oben kommen. Ja, nach oben kommen ist schwierig hingegen. Also werde ich wohl noch einen Anlauf brauchen. Ja, aber dann. Aber dann muss ich auf jeden Fall nicht wieder alles fahren. Boah, genau. Ich sehe die Blase. Ich sehe die Blase. Oh Gott sei Dank. Ich schaff's nach oben. Ich schaff's nach oben. Ich habe wieder 80 Sekunden, Gott sei Dank. Ja, ich krieg die nicht. Aber beim nächsten Tauchgang habe ich es dann auf jeden Fall. Vergiss ich! Da ist ein blöder Kampf. Oh, gut. Man kriegt den Scheiß hier. Oh, der ist direkt darüber. Der ist direkt bei mir. Ich bin gerade durch den durchgeschwommen. Meine Güte. Kurz erschrocken. Wo bin ich denn jetzt? Ach, Scheiße. So, ich hole jetzt wirklich nur mal die Klamotten wieder, denn ist hier Titte. Ist jetzt nicht mehr ganz weit. Was denn? Wie hat der Karpfen mich gerade getötet? Er hat sich gar nicht bewegt. Moment einmal, was bitte? Na egal. Der guckt dich garstig, du störst ihn beim Masturbieren. Natürlich guckt er dich garstig an, was denkst du denn? Das meinst du, wie ich dich angucken würde? Er liegt da, wo er... Ja. Der ist halt noch stolz auf seine Leistung. Weißt du? Das ist ja wirklich fast der Ausgang, ey. Krasser Shit. Wollte ich nur noch runtertauchen. Oh, ich sehe meinen Rucksack. Der ist greifbar nah. Oder auch nicht. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Scheiße. Warum muss das so sein? Ich gehe jetzt nach Hause und bleib da auch. Diese Hacke. Ja, ich will aber erst meine Sachen wieder haben. Eklig, Alter. Das war ein echt widerliches Geräusch. Was der Karpfen nicht gefressen hat? Nee. Er ist gerade unter mir durchgetaucht. Also ich stand hier auf so einem Seerotblatt. Dann hast du bloß dieses komische... Er hat gerade irgendwas gefressen und hat dabei geil das Maul aufgemacht. Das sah echt ein bisschen gut aus. Geht so, jetzt finde ich den scheiß Dings hier schon wieder nicht. Scheiß Korpfen. Die Fresse, ey. Mir wird jetzt so duster, dass ich den Scheiß. T-Rex. Spinnen! Oh mein Gott. Was? Wo? Hier, am Rand, Mann. Alter, jetzt finde ich den Weg wieder nicht. Ich kotze im Strahl. Meine Fresse. Ja. Ich bleib jetzt zu Hause und ich setze mich da ans Feuer und den. Ja, würde ich auch gern tun, aber ich fresse meinen Rucksack wieder haben. Aber ich habe mich schon wieder verdümmelt hier. So, warte. So, ich bin orientieren. Ich bin auch schon wieder falsch gelaufen, ich Idiot. Surprise, surprise. Ach, halt die Fresse.
Ich hab doch gar nichts gesagt, Mann. Oder? Doch, da hinten muss ich hin. So. So. Blub, blub. Und blub, da. So, ein bisschen in die Richtung. Dann müsste doch hier gleich schon wieder Sauerstoff kommen. Da, sehr schön. Und es gelingt einem irgendwann echt, sich so halbwegs unter Wasser zu orientieren. Ne? Na, wo bleibt der Sauerstoff? Oh, jetzt, wo ist denn jetzt die Blase hier? Da. Das war knapp. Ah, das ist der T-Rex. Da ist die nächste Blase. Da ist Kai. Hi. Traust dich nicht? Was? Ich bleib hier gerade. Ich sammle gerade Keuschuppen. Achso. Hast du deine Sachen schon wieder? Mit dem Taucherhelm. Ja, die habe ich schon. Wo sind denn jetzt meine Sachen? Moment. Ey, ich hier wieder der, die das letzte, ey. Ach, da oben. Ist doch gleich ums Eck. Wir haben echt irgendwie 20 Meter zur Sauerstoffblase gefehlt, ne? Unglaublich. 20 Meter ist ganz schön viel. 20 Zentimeter, Entschuldigung. Ach, oh. Ja, ja. So, ich gehe nach Hause. Schluss für heute. Stunde ist rum. Stunde 10 ist rum. Tja, was soll uns das sagen, ne? Alles klar, ich muss trotzdem noch was holen, nämlich meine Laterne. Laterne. Die längste Folge since ever. Ja. Also, zumindest was das hier angeht. Ich werde uns mal ein bisschen Trockenfleisch zubereiten, denn ich habe den Dingsbums fertig gebaut. Oder einen Dingsbums. Einen was Bums? Einen, Achso, ja, das Trockengestell meinst du? Genau. Gibt's jetzt Dörrfleisch? Richtig gut. Dörrfleisch, boah, Beef Jerky ist so geil. Meine Schwester hat so ein Dörrfleisch-Automat und dann machst du selber Dörrfleisch. Haben wir das nicht letztens erst? Sehr geil. Hatten wir das nicht kürzlich erst, das Thema? Mhm. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, als wir noch Freunde waren, du Wichser. Ach, halt die Schnauze. Alter. Mann, gehst du mir auf den Sack. Was gehst du mir auf den Sack, Junge? Jetzt mir voll auf den Pinsel. Als Maul und spiel mit deinem Kopf, Junge. Ganz easy. Oh. Michi, alter Wichser, kannst du mal gehen? Gleich, wenn die Folge vorbei ist. Sehr schön, ja. Ist sie jetzt auch. Kai kann auch noch sammeln, wie er lustig ist. Ich beschwere mich weiter über Michi. Ich mach ihn einmal tot. Nee, mach ich nicht. Ich tue ihm nur ein bisschen weh. Weißt du, das ist so sinnlos. Ich hau ihm in die Knie hier. Ich hau ihm in die Knie hier kloppen. So. Wenn du mich schlägst, unter mir bewegt sich der Boden. Ja. Schlag mich doch mal. Nee, hat sich nicht der Boden. Ich habe den Boden getroffen. Das habe ich nämlich gehört. Ach so. Ja. So, wie dem auch sei, Leute, ich danke euch mal wieder fürs Zugucken. Hasse Michael Gowski. Hasse ihn für alles, was er ist. Was ist das denn? Eine Keuschuppe, achso. Du hast mich dafür, dass ich dein Freund bin, wahrscheinlich. Ja, auch, das habe ich mir ja irgendwie ausgesucht, weißt du? Aber. So, ja, aber. Aber. Das heißt ja, das habe ich ja gemacht, damit ich die ganze Zeit rumbaumeln kann. Und ich maul ja so gerne. Und ja, schon. Deswegen ist das so. Und ja. Abo, Like, Kommentar, bleibt gesund, Weihnachten, Fuddel-Duddel, ich überlebe an die beiden Experten da drüben zum Tschüss sagen. Kai, du warst heute mal wieder unser Ruhepol. Dafür möchte ich dir danken und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, korbigen Abend. Mach's gut, Kai, mach's gut, Zuschauer. Tschüss, Michi, tschüss. Alle zusammen, kommentiert beim alten Mann. Ja. Seine Arroganz muss gefördert werden. Ja, unbedingt, das brauche ich. Ne? Was wäre ich ohne Ego? Reingehauen. Robert ist Nerd. Halt die Fresse. Okay, das nehmen wir noch mit. Oh, ich habe keine Stamina mehr, aber jetzt wieder. Ah, herrlich. Geronimo! Wo ist er? Er flüchtet, ey. Ich hätte fast noch beide umgebracht. Peace out.